was in diesem Video geschehen wird. Oh mein Gott. Ich wurde einfach beschenkt vom Brexit. Leute, Gänsehaut gerade. Habt ihr den Skin gesehen, bitte? Oh mein Gott, was sind hier für Sachen drin? Ich hab den komplett vergessen. Der ist locker Season 1, oder? Da ist einfach der Marco-Gleiter drauf. Es ist der OG einfach. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal alle Fortnite-Accounts, die ich so über die ganzen Jahre erstellt habe, um unter anderem Videos zu machen, wie ich in 24 Stunden die meisten Battle Pass-Level schaffe oder die meisten Arena-Punkte und noch vieles, vieles mehr. Und da werden Accounts dabei sein, wo ich einfach seit 3 oder 4 Jahren nicht eingeloggt bin. Ich meine, überlegt euch das mal bitte. 2020 war die Season mit Midas und das ist einfach mittlerweile 3 Jahre her. Könnt ihr das glauben? Ich auf jeden Fall nicht. Aber egal, wir fangen mal direkt an. Erster Fortnite-Account, ich bin gespannt drauf. Fortnite, hallo? Diese Strähne ist schon wieder runtergegangen. Ey, Leute, ich kann mich nicht in den Super Saiyajin verwandeln. Ich bin auch nicht Son Goku. Ich kann nichts dafür. Sag euch, manchmal wäre das Leben mit Glatze einfacher. Hm. Egal, wir gucken rein. Ich bin gespannt drauf. Oh mein Gott, was geht denn hier direkt auf? Ey, wir kriegen ja voll die Sachen geschenkt. Tschüss, guck dir das mal an, bitte. Okay, ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall schon längere Zeit nicht mehr drin gewesen. Das sieht nach einem richtig geilen Account aus. Das war übrigens irgendwann mal mein Main-Account. Wir haben überraschenderweise auf jeden Fall schon mal 9700 V-Bucks drauf. Das ist krass, Mann. Und ich glaube, auf der PlayStation habe ich sogar noch mal mehr V-Bucks drauf. Außer, dass mittlerweile irgendwie zusammengelegt worden. Aber ich glaube das nicht, oder? Ich habe nämlich immer auf diesem Account auf jeden Fall PlayStation-Guthaben aufgeladen. Das weiß ich noch. Guck mal die Karriere rein. Und was sehen wir hier? Konto Level 738. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal krass. Nicht so krass wie auf meinem Hauptaccount. Da bin ich, glaube ich, 4000 oder so. Aber auch nicht übel. Frage wird sein, ob ich hier mehr Siege drauf habe. Wie geht denn das? Hallo? Wie kann ich das nachgucken, Mann? Oh Gott, Fortnite hat ein bisschen was umgestellt, glaube ich. Hä? Geht denn das? Was für Ranked, Mann? Okay, hier vorne ist es. Die Statistiken sind da. Wir müssen irgendwie so ein bisschen Filter oder sowas. Ja, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Epische Siegequote. 6%, aber wir haben 194. Solo-Siege, stimmt das? Kann das sein? Wir gucken mal Duo nach. 131 Siege. Also ich habe hier auf jeden Fall schon kräftig drauf gezockt gehabt. Wir gucken mal Trio nach. Okay, Trio läuft gar nicht so gut. Habe ich aber auch gar nicht gespielt. Kann das sein? 6 Matches nur. Wie viele Matches hatten wir in Solo? 3200. Oh mein Gott. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie viele Matches hattet ihr bitte? Das ist ja schon richtig gespenstig, Mann. Wie viel hatte ich in Duo? 1500, also knapp die Hälfte. Und jetzt kommt noch Team. 188 Siege, 1129 gespielte Matches. Also wenn ich Team gespielt habe, habe ich eine Siegquote so von 17%. Ich schwöre, ich laber hier die ganze Zeit, aber ich glaube, das ist voll langweilig, Mann. Wir gucken direkt in den Spind rein. Wow. Wolfskin. Alles ist hier auf Zufall, bis auf den unendlichen Depp einfach. Deppt ihr noch? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Wir gucken uns direkt mal die Skins an. Was haben wir denn hier? Wieso habe ich den geherzt, Mann, den Besucher? Wann kam der Besucher raus? Season 4 einfach. Das ist ein OG-Skin, Mann. Was haben wir noch? Carbide-Skin. Der sieht unnormal geil aus, wenn ihr den voll equipped habt. Guckt euch das mal an. Das war damals einfach unser Iron-Man-Skin. Auch wenn der halt blau war statt rot. Calamity ist auch sehr, sehr geil, der Skin. Könnt ihr auch komplett equippen. Guckt euch das mal an, bitte, am Ende. Das waren damals noch richtig geile Skins, die man so am Start hatte. Drift-Skin habe ich natürlich auch. In der komplettesten Version hier. Das war damals mal mein Main-Account, Freunde. Dann habe ich einfach das Passwort vergessen. Und dann musste ich neu anfangen. Frag nicht warum, Mann. 2-Faktor und so lief bei mir damals nicht. Was haben wir hier noch? Dann haben wir auf jeden Fall noch den Eiskönig. Der ist auch so geil, der Omega-Skin hier. Guckt euch den mal bitte an. Holy moly. Ich glaube, die ersten Leute sind schon ein bisschen neidisch auf den Account hier. Haben wir hier richtig seltene Skins drauf? Mal gucken. Rote Ritterin ist mittlerweile nicht mehr selten. Damals war sie unnormal selten. Der ist auch sehr, sehr selten, der Rostmeister, Mann. Season 3 damals. Und der Rucksack, den man damals bekommen hat, den hat man gratis bekommen, weil Fortnite einfach Schwierigkeiten mit den Hörern oder so gehabt hat, glaube ich. Diese Skins sind auf jeden Fall sehr, sehr selten geworden. Die hat man damals bekommen, wenn man Rette die Welt einfach gekauft hat. Das ist, glaube ich, auch ihr Backbling. Das ist einmal die Version und der hier. Ich glaube, Leute verkaufen das einfach bei eBay für 200 Euro oder so. Leute, die auf jeden Fall nicht kaufen, ist verboten. Und auch nicht verkaufen. Dürft ihr auf jeden Fall auch nicht. Ja, schon ein ziemlich solider Account, glaube ich. Was hier richtig geil drauf ist, ist auf jeden Fall, ich glaube, meine Emote-Sammlung, die ich hier habe. Ich habe nur 63 Stück, aber guckt euch mal an, was ich hier habe. Einmal macht den Greedy, bitte. Was haben wir noch? Boogie Down. Ich glaube, die gab es sogar gratis, wenn man 2-Faktor gemacht hat. Was haben wir noch? Oh mein Gott, hier. Guckt euch an. Depp einfach. Boom. Season 1 kam der einfach raus. Beste Kumpel. Haben wir hier noch irgendwas Geiles? Ey, der ist auch so geil, ne? Knochenlos. Ich liebe ihn einfach. Oh mein Gott. Ich habe hier alles hier am Start. Orange Justice. Und natürlich Take the L, den Loser Dance, Freunde. Ja, ganz nice, oder? Wir gucken nochmal ganz schnell weiter. Was haben wir noch? Spitzhacken. Hier ist irgendwas Besonderes dabei. Sieht nicht so aus. Ich habe die Sense. Die hatte ich damals, glaube ich, auch schon 2018 geholt. Oder 17 oder wann auch immer die rauskam. Ich weiß nicht mehr genau. Ist ja jetzt auch nicht mehr selten, auf jeden Fall. Leiter, irgendwas Krasses. Okay, da ist echt viel Müll dabei, Mann. Wir haben die
die ganzen Siegesgleiter am Start hier von Season 8, Season 7 und so weiter auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wer die das eingeführt haben. Ja gut, das war's dann eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Account. Mal gucken, was da drauf ist. Nächster Fortnite-Account. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe mir eingespeichert, dass der aus Season 6 ist. Ich glaube von Chapter 2 oder 1. I don't know, man. Bin sehr gespannt. Lade jetzt, Bann. Oh, wir kriegen direkt irgendwas. Der Re-OG. Mehr nicht? Okay. Nee, will ich jetzt hier nicht. Hallo, alles weg damit. Was ist das hier bitte? Fortnite Looter 3 und ich bin Level 1. Was ist das denn für der Account bitte? Hä? Habe ich hier Freunde drauf? Hey, Wannabe habe ich drauf. Der war vor 4 Minuten online und auch ein paar andere Leute. Ich habe sogar verborgene Leute. Die sollten auch verborgen bleiben, glaube ich. Wir haben 350 V-Bucks hier drauf. Ich habe auf allen Accounts einfach V-Bucks. Ist das mein Ernst, Mann? Wir sind Konto Level 33. Aber wir gucken mal direkt in den Spind rein. Ey, das war damals gratis, oder nicht? War das nicht sogar am letzten Weihnachten? Fest? I don't know. Ihr wisst das doch, oder nicht? Mal Skins gucken. Boah, das sind nur Gratis-Sachen fast. Wir haben hier Winter-Charlie drauf. Lara Croft einfach. Die ist aus dem Battle Pass von Season 6, Kapitel 2. Ich hab's euch gesagt. Dann haben wir Agent Jones hier drauf. Lizabelle und noch die normale Version von ihr. Habe ich die damals sogar gekauft? Keine Ahnung. Ja, ist halt ein Billo-Account, ne? Aber das ist noch dabei. Oh mein Gott, das ist der OG-Dance, Leute. Wenn man keine anderen Sachen hat. Ist sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ist ein ziemlich langweiliger Account. Ich glaube, wir können direkt weitergehen. Habe ich damals irgendeine Battle Pass Challenge gemacht? Aber ich finde den Gleiter hier voll cool. Boom. Direkt den nächsten Account. Nächster Fortnite-Account. Da bin ich jetzt auch richtig gespannt drauf. Das Lustige bei meinen Accounts ist immer, dass ich nie kreativ mit Namen war. Ich habe mich auch nie irgendwie erst mit Wannabe oder so genannt. Ich habe immer so Default-Namen genommen. Ich glaube, die meisten Bots heißen mittlerweile einfach so. Okay, wir gucken rein. Oh, hier passiert irgendwas. Wer ist das denn? Der Knight Rider? Boah, habe ich den überhaupt auf dem Main-Account? Guck mal, wie geil der bitte aussieht. Hier ist auch Musik hinten im Hintergrund. Okay, wir fangen mal an. Hier waren wir lange nicht drin, Leute. Holy moly. Was ist das hier? Das werde ich nicht aussprechen, Mann. Die werden wieder denken, das ist ein anderes Wort. Aber irgendwas mit 97 auf jeden Fall. Und wir gucken mal kurz in den Itemshop. Wo ist der Itemshop? Da. Gibt es irgendwas Geiles? Für 100 V-Bucks kriegen wir, glaube ich, nichts. Oh mein Gott, Schere, Stein, Papier ist wieder drin, Leute. Und ich habe zu wenig V-Bucks. Nein, aber wenn ihr mich unterstützen wollt, Leute, einfach Creator-Code Wannabe eingeben. Auf korrekt, Mann. Gucken wir in den Spind rein. Wir haben meinen Lieblingsskin hier drauf. Und zwar den Raven-Skin. Oder auf Deutsch halt einfach den Raben-Skin. Ich liebe diesen Skin. Der erste Skin, den ich gekauft habe. Ey, ist ja gar nichts drauf, Mann. Nur Knight Rider, Flügelmann? Wer ist das denn bitte? Kenne ich gar nicht den Skin. Und den Rabenskin. Ey, das ist schon wieder ein Dieten-Account, Mann. Was habe ich denn für Bummi-Accounts? Ich habe nur einen einzigen Kondensstreifen. Aber man muss sagen, das ist ein richtiger OG-Account. Season 3, Season 4 und nochmal Season 3. Ja, das ist schon krass irgendwie. Aber ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal Emotes oder so hier drauf. Okay, dann können wir direkt weitermachen. Alter, das geht ja richtig schnell. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Wir kriegen direkt mal 1000 V-Bucks geschenkt einfach. Wir vergeben 1000 V-Bucks an Spieler, die ein zufälliges Beutelarm an Fortnite spielen. Was? Wann habe ich hier Rette die Welt gespielt, Mann? Das muss aber länger her sein, oder? Was haben wir hier bitte Geiles? Den Skull Trooper einfach in Gold Edition. Und die hier auch, die Gaunerin. Ich wusste gar nicht, dass sie diesen Style hat. Sieht aber auch eher aus wie eine Biene, muss ich euch ehrlich sagen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Musikpacks hier. Gar nicht übel. Oh mein Gott. Ich wurde einfach beschenkt vom Brexit. Okay, das ist schon ein bisschen länger. Ja, wir gucken mal nach was. Partykracher, Bruder. Boom. Alter, was ist das für ein Skin, den ich da sehe? Oh mein Gott. Was ist das für ein Skin, den ich hier sehe? Ich habe 3 Rückerstattungen bekommen. Leute, Gänsehaut gerade. Habt ihr den Skin gesehen, bitte? Es ist der schwarze Ritter einfach. Wo kommt der denn auf einmal her? Holy moly, Mann. Doch, ich heiße hier sogar Wannabe, Mann. Das ist einfach der schwarze Ritter, Mann. Ey, das ist doch nicht normal, Mann. Gib mal alles weg hier, alles wegdrücken. Holy moly, wir haben hier 1650 V-Bucks drauf. Habe ich euch gesagt, jeder Account von mir hat einfach V-Bucks drauf. Was ist denn gerade im Itemshop eigentlich so drin? Schere, Stein, Papier. Geil, Alter. Wartet, wartet, wartet. Creator. Boom, ich glaube, ich war hier locker seit 4 Jahren oder so nicht drin. Kann das sein? Wir holen uns jetzt direkt mal Schere, Stein, Papier mit Creator-Code Wannabe im Itemshop. Wenn ihr mich unterstützen wollt, Leute, macht das auch. Aber wir machen einmal Schere, Stein, Papier gegeneinander. Auf 3, 2, 1. Okay, wir machen nochmal. Ihr macht auch. Wir machen da gleichzeitig. Ich mache Countdown, dann 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Schere. Ach, scheiße. Auf. Das klappt irgendwie nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Was ist im Spind noch drin? Ich muss so Gänse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind hier für Sachen drin? Ich habe den komplett vergessen. Ihr müsst mal überlegen, damals zu der Zeit, wo ich Fortnite angefangen habe, ich habe einfach PUBG gesuchtet. Das war mein Main-Spiel einfach. Und dann habe ich Fortnite ein bisschen angefangen und wieder gequittet einfach. Ey, das sind die seltensten Sachen hier drauf, ne? Guckt euch das an. Zahnseide einfach. Der ist locker Season 1, oder? Können wir sortieren nach Seasons? Oh mein Gott. Das ist echt geisteskrank. Season 1.
Nice. Okay, wir fangen an. Was haben wir hier? Depp, ganz normal. Easy, Mann. Was haben wir noch? Zahnseide kam in Season 2 raus. Im Battle Pass einfach. Stocksauer. Ah, wie geil, Mann. Was haben wir noch? Ponyritt. Ey, warum habe ich damit nie wieder gespielt, Mann? Hier sind alle Sachen einfach drauf. Der Wurm. Oh mein Gott. Let's go. Was ist das bitte? Schere, Stein, Papier habe ich gerade geholt. Ist in Season 3 rausgekommen. Salutieren, okay. Auch hier wieder Loser Dance drauf. Ganz, ganz wichtig. Das beste Emote in ganz Fortnite. Wobei, beste Kumpel ist auch cool, Mann. Wir sind doch auch alle Freunde, oder nicht? Der Roboter. Boah, ich sag euch, Season 3 Battle Pass war auch sehr, sehr wild. Mal gucken, ob ich den zu Ende gemacht habe. Ich glaube aber nicht. Habe ich doch nie wieder drauf gespielt, oder? Breakdance, krasse Moves. Was haben wir hier noch? Respekt. Ich erinnere mich hier gar nicht mehr dran, ne? Orange Justice. Roof Jam. Oh mein Gott. Okay, reicht jetzt wieder mit den Oh mein Gott. Boogie Down. Ich glaube, das war's schon fast, ne? Was ist das denn hier bitte? Depp des Gentlemans? Sagt mir überhaupt nichts. Ja, wir gehen mal jetzt zu den Skins, Mann. Oder wollen wir kurz Gleiter gucken? Die Spannung steigt, wir fangen bei Gleiter an. Da ist einfach der Marco-Gleiter drauf. Der Marco-Gleiter ist auf jeden Fall, ich glaube, der seltenste Gleiter, den es gibt. Und das Problem ist halt, ich finde den Potten hässlich, Mann. Ich würde den niemals spielen. Aber hier sind viele Gleiter drauf. Guck mal an, Kapitel 2, Season 2 habe ich auf jeden Fall nochmal reingegrindet hier. Da habe ich auch diese OG-Challenges und sowas angefangen zu machen. Kapitel 2, Season 1 habe ich auch gespielt. Was ist das für ein geiler Gleiter, Mann. Season 2 Gleiter. Also hier sind schon diverse Siegesgleiter drauf. Wir können ja mal gucken, wie viele Runden ich gespielt habe. Gott, wo war das jetzt nochmal? Okay, was haben wir für Spitzhacken? Ey, das ist so krass, ne? Wir haben einfach die AC/DC-Spitzhacke. Das ist die seltenste Spitzhacke nach der hier. Und zwar der Rache des Marodeurs. Das musstet ihr damals, obwohl ihr Battle Pass hattet, einfach kaufen. Ich musste mich da durchleveln. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Und musste das danach einfach kaufen. Voll wild, Mann. Diese Spitzhacke habe ich locker seit 1000 Tagen nicht gespielt. Mindestens, würde ich sagen. Haben wir sonst noch irgendeine geile? Ich glaube nicht, oder? Schnitte habe ich hier nicht drauf. Ich kann ja auch nicht überall V-Bucks ausgeben. Das war damals zu einer Zeit, da habe ich nicht mal YouTube gemacht, Mann. Da habe ich einfach so gezockt. Backblinks. Boah, da sind schon ein paar sehr seltene Sachen dabei. Wir gehen hin und schauen uns jetzt die Skins zusammen an. Here we go. Schwarzer Ritter ist am Start und boom. Okay, das ist geil, Mann. Hier ist kein Renegade Raider drauf. Glaube ich zumindest, oder? Sieht nicht so aus. Aber ansonsten sind hier sehr, sehr seltene Skins auf jeden Fall. Ich glaube, der ein oder andere Hase wird hier sehr, sehr neidisch werden. Wir gucken mal kurz durch. Totaler Nullpunkt, langweilig. Den kennt wahrscheinlich jeder. Den hat man damals bekommen, wenn man einfach PlayStation Plus Abo hatte. Sehr, sehr selten. Season 2 einfach. Aus dem Battle Pass Royale Ritterin. Ich fürchte nur, ich habe diesen Battle Pass... Nee, warte mal, ich habe den durchgemacht. Ich habe ja die schwarzen Ritter. Wer ist das hier nochmal? Maximilian? Das ist so die männliche Version irgendwie von dem Renegade Raider, glaube ich. Nochmal ein Season 2 Skin. Blauer Knappe. Ich glaube, ich habe die noch nie gespielt. Ohne Witz. Noch nie gespielt. Finde ich auch potten hässlich, Mann. Dann haben wir den Fearless-Skin. Ein paar Leute, die quatschi-quatschi sind. Ist das der OG? Bitte lass es den OG sein. Bitte. Und... Es ist der OG. Es ist der OG einfach. Ey, das kannst du keinem erzählen. Gänsehaut-Style. OG Skull Trooper ist hier einfach drauf. Das kannst du keinem erzählen, Mann. OG Skull Trooper und der schwarze Ritter einfach. Ich habe einfach alle Versionen hier. Das Problem ist halt, ich finde den Skull Trooper an sich auch sehr, sehr hässlich. Weiß nicht, gefällt mir gar nicht. Aber wie geisteskrank. Ich habe diesen Account einfach komplett vergessen, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir gucken nochmal weiter. Ist hier sonst noch irgendwas dabei? Den Skin fand ich damals auch sehr cool. Rotkäppchen einfach. Kam in Season 6 raus, ne? Mit dem Werwolf. Siehst du? Ich kenne mich aus, Mann. Heidi Skin habe ich auch. Ist auch nicht mehr selten. Der Skin auch aus dem Season 2 Battle Pass. Dann haben wir die Elite-Agentin. Auch ein sehr, sehr geiler Skin. Gerade in Kombination mit dem schwarzen Ritterschild. Ich meine, schwarzer Ritterschild geht mit allem eigentlich fast. Dann noch den DJ, ein paar Bummi-Skins hier auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, in Kapitel 1 aufgehört hier, oder? Habe ich irgendwas aus Chapter 2? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich werde angerufen. Ich kann gerade nicht, Mann. Mitten in Aufnahmen. Dann den schwarzen Ritter auf jeden Fall. Hier habe ich auch das Rette-die-Welt-Paket irgendwie geholt. Ragnarök-Skin haben wir noch am Start. Und ich glaube, das ist auch noch ein sehr, sehr seltener und geiler Skin. Es ist einfach John Wiki Wick auf Level 100 aus dem Season 3 Battle Pass. Also ich glaube, dieser Account hier ist wahrscheinlich sogar mehr wert als der erste Account, den ich euch gezeigt habe. Einfach vergessen worden. Ist das hier der Original-Wannabe-Name? Den habe ich hier einfach gesaved, Mann. Heftig. Alter Schwede, was für ein Account, Mann. Und ich habe ihn komplett vergessen einfach. Kannst du keinem erzählen. Ich würde sagen, wir gucken direkt den nächsten nach. Mal gucken, was ich sonst noch vergessen habe. Ey, das gibt's doch gar nicht. Okay. Nächster Fortnite-Account. Es gibt auch eine traurige Nachricht. Und zwar hatte ich einen Wannabe-V-Bucks-Account. Ich glaube, da habe ich mal eine Menge V-Bucks aufgeladen. Das Problem ist nur, ich komme einfach nicht mehr rein. Muss mich da, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Das Krasse ist, ich habe hier noch Accounts dabei. Da muss ich einfach mein Alter verifizieren. Muss einmal mein Geburtsdatum einfach eingeben. Wie krass, bitte. Daran erkennt ihr auf jeden Fall, dass das Ganze schon länger her ist.
Kommt zur nächsten Account. Auch wieder die OG-Musik. Okay, einfordern. Und was haben wir hier? Ey, weg, Mann. Ich will nicht Fortnite OG spielen. Deadpool. Ich heiße einfach Deadpool hier drauf. Ey, können wir mal hier bitte das machen? Let's go. Da ist ein Fragezeichen dabei. Okay. Fragezeichen Deadpool. Das heißt, wenn ich Glück habe, ist hier Deadpool drauf, Leute. Das wäre auch geil. Auch wieder 1450 V-Bucks. Ey, das gibt's doch gar nicht mal. Wieso habe ich überall V-Bucks drauf? Was ist das denn für ein Skin? Hallo? Ich will den Skin sehen. Die sieht ja richtig krass aus. Ich kann nicht schon wieder V-Bucks ausgeben. Der ist auch so geil, dieser Emote. Hallo, warum geht denn das jetzt hier alles nicht? Was ist das bitte? Egal, Focus Wannabe. Das ist sogar der Skin dabei, den wir eben schon gesehen haben. Dieser Knight Rider. Egal, Focus, Focus. Oder? Hokus Pokus? Irgendwas dabei? Nein. Wir gehen in den Spind direkt rein. Was haben wir hier? Kometenkracher sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns direkt die Skins an. Und boom. Wir haben Deadpool drauf. Wie geil ist das bitte? Deadpool war damals in Kapitel 2, Season 2 im Battle Pass drin. Ich habe hier einige Skins drauf. Wir gehen mal kurz durch. Der war gratis. Winterfest 2022. Mittlerweile auch schon fast ein Jahr her. Der Skin ist auch so geil. Ewige Ritterin. Oha. Wer bist du denn, Mann? Die weibliche Version des Schwarzen Ritters haben wir ja gerade auch schon gesehen. Der Skin ist der voll gelevelt? Nee, oder? Ist der? War ich hier Level 100? War das nicht sogar der Level 100 Skin? Guck mal, wie der aussieht, bitte. Wenn ihr mal Bock drauf habt, dass ich eine Level 100 Battle Pass Challenge mache, über so gut wie alle Battle Pässe, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Hier gibt es so geile Skins. Jules einfach die Tochter von Midas. Dann haben wir Kid dabei. Aber das ist ja alles Season 3 hier. Wieso habe ich kein Midas? Nein, Midas ist einfach nicht mit drauf. Aber Muskelkater und so. Wird die ein bisschen gelevelt auf Gold vielleicht? Vergiss es, Mann. Aber der gute alte Deadpool ist hier dabei. Deswegen heißt ich wahrscheinlich auch Deadpool. Ich würde damit irgendwelche Leute trollen. Eigentlich ein ganz cooler Account, muss man sagen. Diesen Skin habe ich auch unnormal gefeiert. Ich habe keinen anderen Style. Toll, super. Habe ich eine andere Kit-Version? Auch nicht. Habe ich hier irgendwas anderes ausgewählt? Ich habe hier gar nichts gemacht, Mann. Ja, gut. Wie viele Matches habe ich hier gespielt? Nur so aus Interesse. Ranked aus. Ah, ich muss den ganzen Zeitraum machen. 112 Matches? Was? Und du? 45? Ey, spielen hier Leute heimlich mit meinen Accounts oder was? Das kann doch gar nicht sein. Stell ich nicht, Mann. Lieber habe ich gar nicht gespielt und Team. 3 Matches. Guck nochmal kurz die Siegquote nach und dann gehe ich auf den nächsten Account. Mal gucken, ob ich noch herausfinden kann, wann ich welchen Account gespielt habe in welchem Video. Wäre mal geil zu wissen, oder? 8 Siege habe ich nur geholt bei 112 Matches. Das ist gar nicht mal so gut, Mann. Wir machen direkt weiter. Heftig. Letzter Account für heute. Was haben wir hier drauf? Auch wieder OG-Musik. Ey, ich bin echt gespannt, ne? Die sind wirklich Schätze dabei, Mann. Hey, ich will das nicht machen, Mann. Ich habe einen No-Skin hier drauf. Heiße Wannabe. Okay. Ich habe hier gar keinen Rang. Ich bin nicht mal Level 1, Mann. Ich habe Angst. Habe ich hier drauf gespielt? Wir gucken nur Solo nach. Aus. Karriere. 4 Matches habe ich hier drauf gespielt. Einen Sieg geholt. 100 V-Bucks hier drauf. Ich glaube, dazu sage ich gar nichts mehr. Wir gucken in den Spind. Ey, habe ich hier gar keinen Skin drauf? Ey, ich habe hier gar keinen Skin drauf. Ich bin einfach nur No-Skin, Mann. Was ist das denn hier bitte? Das ist ja ein komplettes Verbrechen. Ich habe nur eine Tarnung. Okay, sogar 2 Tarnungen. Ja, gut, Leute. Das ist der voll der Langeweile-Account. Da müssen wir noch einen machen, Mann. Das zählt nicht. Ich habe safe noch einen. Wechsel doch mal. Das ist ja voll der Schmarrn. Oh, hier ist mehr drauf. Okay, da ist schon mal mehr drauf. Ich habe hier irgendwelche Sachen geschenkt bekommen. Was ist das bitte? Das ist irgendwas aus Chapter 4, Season 1. Okay. Oh, dass man das mal wegdrücken muss hier. Weg, 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 weg. Wannabes am Start. Irgendwie habe ich doch gar nicht so viele Randoms gehabt an Namen. Aha, wir sind Level 1, klar. Der Skin ist ja mega hässlich, Mann. Was ist das für ein Skin? Gucken in den Spind rein. Sieht aber hier ziemlich leer aus. Und sehen, dass wir nur ein einziges Skin haben. Okay, Leute, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, ich muss hier nicht weiter durchgucken, oder? Ich habe wahrscheinlich nur diesen einen. Ich habe wahrscheinlich nur diesen einen Skin hier geholt. Ich glaube, ich weiß sogar noch, was das ungefähr für eine Challenge gewesen ist. Da habe ich irgendwas mit PayPal oder so gemacht, glaube ich. 700 V-Bucks habe ich hier wieder drauf. Hey, das gibt's doch gar nicht, Mann. Wie viele Matches? Wir gucken noch ein letztes Mal. Ranked aus. Karriere. 64. Ey, das ist krass, Mann. Wenn ich alle Matches zusammennehme, habe ich in ganz Fortnite wahrscheinlich locker 15.000 Mal oder so gespielt. Wahrscheinlich sogar öfter. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt's gerne mal in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall kostenlos ein Like und ein Abo da. Und tragt auf korrekt meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein.